Roxane oder Roxy? Roxy, passt. Ich bin heute bei der Roxy Wenger in der Brauerei Falken Schaffhausen. Ich habe die Lehre gemacht als Brauer in der Brauerei Rugenbräu Interlaken. Nachher habe ich ein Studium angefangen in München als Diplombraumeister. Und nach 3,5 Jahren Studium bin ich zurückgekommen langsam und habe eigentlich mal hier beworben. Nachher einen Job bekommen und hierher gezündet. Ganz einfach. Ich frage ja immer, so, wenn ich jemanden besuche, wie ist die Person so zum Bier gekommen? Wieso macht sie das? Und bei dir kenne ich die Antwort schon ein bisschen, weil deine Eltern haben eine Brauerei. Also, es hat nicht wegen dem gestartet. Die Brauereien sind erst später nachher aufgemacht. Mein Bär handelt ja mit Produkten für Wein und Bier. Somit sind wir schon von klein auf immer konfrontiert mit eigentlich Weinkeller und Brauerei. Da bin ich als 15-Jähriger mal geschnuppern. In einer Brauerei und in einem Weinkeller. Und schlussendlich habe ich gemeint, nein, die Brauerei passt mir doch mehr als Weinkeller. Und ja, dann bin ich nachher in die Brauwelt gekommen. Da bei Falken zuständig für das Labor. Also Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement. Eigentlich schauen, dass alle Produkte, die wir eigentlich rauslassen, dass die Qualität stimmt. Geschmacklich, wie jetzt so deklarationenmässig, Alkohol, Stammwürze, ob das eigentlich alles passt und das freigegeben ist. Und nachher so klar. Auch wer Reklamationen hat, was das Problem war, was woher es kommen konnte. Also eigentlich ganz eine wichtige Aufgabe. Und das ist ein Bereich, den ich eigentlich, muss ich sagen, in meinen Videos und Brauereibesuch eigentlich noch fast nie gezeigt habe. So Labor, dabei ist es sehr wichtig, aber halt nicht so spektakulär. Ja, gibt es auch nicht überall und so in diesem also Umfang. Wir haben es ja hauptsächlich auch vor allem so gross und so umfangreich, weil wir halt auch Lohn füllen. Die ganzen Lohnkunden und dass wir da schauen können, dass alles passt, vorher, wenn es ankommt, bis zum fertigen Produkt. Das ist ja noch etwas speziell an der Brauerei Falken, dass sehr viele Dosen abfüllt für andere, kleinere, mittelgroße Schweizer Brauereien, die eben sich nicht eine eigene Anlage leisten. Ganz viel Bier, die in Dosen sind, von anderen Brauereien, werden hier abgefüllt. Das schauen wir jetzt gerade noch an. Da bin ich sehr gespannt drauf. Dann gehen wir doch jetzt gerade los. Starten wir aber natürlich nicht beim Dosenabfüller, sondern im Sudhaus. Willkommen im Sudhaus. Wir haben hier hinten dran die zwei Meisterpfannen. Meisterbottich mit diesem Aloysius Einmeischer. Dann haben wir hier Lüterbottich. Nächster Schritt. Und als letztes nachher haben wir noch unsere Würzepfanne zum Kochen. Mit innen kochen. Ja. Genau. Wow. Ja. Schöne Anlage. Die Kapazität haben wir 60 Hektoliter pro Sort. Jawohl. Hinten dran sehen wir noch die ganzen Hopfengabeln. Die ganzen Hopfengabenbehälter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ja, 10 Stück. Das heisst, wir geben meistens pro Sort 2 Hopfengaben. Das heisst, wir können eigentlich für 5 Sorten vorlegen. Und durch die Nacht kann es eigentlich plus minus selbstständig laufen. Wir haben alle 2 Stunden einen neuen Sort, der fertig ist. Das heisst, wenn wir in der Nacht, jetzt meistens ist jemand da bis um 10 Uhr am Abend oder 11 Uhr, und nachher kannst du ohne Probleme eigentlich 5, 10 Stunden laufen lassen und es sollte automatisch weiterlaufen. Ja. Krass. Wird alles über den Computer gesteuert. Im Moment läuft gerade nichts. Nächste Woche erst wieder. Jetzt sind wir im Tanklager mit der Gärkeller. Also, sobald der Sort fertig ist, gehen wir hier in den Gärtank. Thank you.
meistens den Schlüssel nicht dabei. Darum. Oh, oh. Leerdosen aber rum. Da kommen jetzt die leeren Dosen rein. Genau, dann nimmt eigentlich jeweils, kommt er daher, tut die ganze Lage draufschieben, fährt hoch und nachher tut er die auf die Band hinten hochschieben. Dann tut wirklich alle Dosen, die schon ein Problem haben, raus.